Herzlich willkommen aus Fuchsmühl, aus dem Markt Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz. Wir schauen uns diesen Markt heute mal an und fahren zunächst in die Ortsmitte auf der Wiesauer Straße, da wir von Wiesau kommen. Gasthof Weißenstein rechts, und laut Navi sind wir hier bereits in der Ortsmitte vor uns. Was ist das? Eine Kirche oder ein Kloster? Fahren wir noch ein Stück weiter. Wir sind in der Marienstraße jetzt. Etliche Gasthöfe gibt es hier. So, und hier könnte man eigentlich parken. So, wir sind jetzt in der Steinwaldstraße und kommen auf die Marienstraße. Wir fahren jetzt an der Kirche vorbei. Hier ist der Ort zu Ende und es geht hier in Richtung Markt Redwitz weiter. Nur 12 Kilometer noch bis Markt Redwitz. So, wir fahren zurück in den Markt Fuchsmühl, der Markt Redwitzer Straße, an der Maria Hilf Kirche vorbei. Und jetzt geht die Marienstraße bergab in Richtung Wiesau. Gasthof Wittelsbach vorbei. Hier noch ein paar Gasthöfe links und rechts. Manche gibt es auch anscheinend gar nicht mehr.
So richtig viele aufregende Dinge gibt es hier eigentlich gar nicht zu sehen, außer dieser beeindruckenden Maria-Hilf-Kirche. Da müssen wir allerdings scharf nach rechts gleich. So, was haben wir hier? Vielleicht drehen wir noch mal kurz um. Und fahren hier mal nach rechts in die Mühlstraße. Oder in den Mühlenweg, Entschuldigung. Im Winkel, wo fahren wir da weiter? Da geht es nicht weiter im Winkel. Fahren wir den Mühlenweg weiter. Tja, nach links. Gibt es aber auch nicht viel zu sehen. Dann mal nach rechts in die Güterner Straße. Völlig unspektakulär alles. Rechts. Eichenweg runter. Wir sind wieder im Mühlenweg. So eine alte Metzgerei und ein alter Gasthof, der Fürstenhof, ist vor uns. Alte Straße jetzt. Und wir sind wieder auf der Hauptstraße, auf der Wiesauer Straße. Von hier sind wir in den Ort hineingefahren am Anfang. So, dann schauen wir mal, ob es hier noch eine interessante Seitenstraße für uns gibt. Vielleicht nach rechts mal in die Rathausstraße. Ich habe hier noch kein Rathaus gesehen. Sehen wir es jetzt.
so aus. Wahrscheinlich gibt es ja kein Rathaus mehr, diesen Markt. Oder doch? Nee. Wir sind auf dem Fürstenhof bereits. Das ist er vor uns. Was immer das ist. Ein Bauernhof. So, jetzt nach rechts vielleicht. Und wir haben den Fürstenhof umrundet. Wir fahren jetzt zurück auf der Rathausstraße. Das ist eine Wohnsiedlung hier. Anscheinend war hier links früher mal das Rathaus, ich weiß es nicht. So, und jetzt, was gibt es da noch? Fahren wir nach rechts mal. Jetzt geht es wieder auf die Hauptstraße zurück. Marienstraße, ups. So, dann mal nach rechts da rauf. Enge Gassen. Schlecht für Gegenverkehr. Ist das wieder die Rathausstraße hier? Nee. Ah, was ist da vorne? Die Kirche schon wieder. Genau, jetzt fahren wir auf die Kirche zu. Ups, da kommt einer. Das ist die Schulstraße. Vor uns ist die Feuerwehr. Ansonsten sind das alles Wohnhäuser, es gibt gar nichts Spannendes zu sehen, leider. Aha. Kreuz mit einer Bank. Rathaus, Marktgemeinde Fuchsmühl. Aha, hier ist doch das Rathaus. Ich habe mich getäuscht. Es gibt ein Rathaus. Und da sind wir jetzt.
Wäre seltsam gewesen, wenn es hier kein Rathaus gegeben hätte. Und das Rathaus ist sogar nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt. Alles an einem Fleck. Rathaus, Feuerwehr, Kirche. Einbahnstraße. Fahren wir aber vielleicht mal da entlang. Sollten bei der Kirche wieder rauskommen irgendwo. Kirche. Und wir sind wieder auf der Marienstraße und suchen uns noch eine Seitengasse oder Seitenstraße. Die nächste rechts vielleicht. Hier biegen wir mal nach rechts ab zum Walderlebnispfad. Da kommt wieder jemand. Ganz schön was los in dem Ort. Und jetzt sind wir auf der Waldstraße. Das für eine Ruine hier links. Ehemalige Post vielleicht, wer weiß das schon. Und wieder diese neuen Wohnhäuser. So, meiner Einschätzung nach haben wir eigentlich das Wesentliche hier schon gesehen jetzt, in diesem Ort. Ich weiß nicht, in welche Richtung man hier jetzt fährt, wo es da lang geht. Mal kurz
kurz anhalten. So, das war's hier mit Fuchsmühl. Irgendwo muss ich jetzt nach links abbiegen. Bisschen abenteuerlich. Da wieder nach links. So. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich aus Fuchsmühl. Tschüss.